Hallo Leute und willkommen. Ja, gleich zur Amiibo-Liga. Erstmal, bevor wir gleich mit den ersten Kämpfen rübergehen, Kleinigkeiten. Also ein paar neue Sachen. Erstens, die Amiibo-Liga fängt komplett von vorne an. Es werden alle Charaktere auf Level 1 beginnen. Also die haben den gleichen Namen wie vorher, aber die vielleicht nicht unbedingt immer das gleiche Aussehen, wie die vorher hatten. Und es geht natürlich auch mit dem Heimrecht und alles. Das wird auch so gemacht. Einmal. Es werden nur noch 8 Minuten gespielt. Ich finde, das ist zeitlich her irgendwie auch angenehmer für mich, halt ganze Zeit zu reden. Und dann kommen die Matches auch eigentlich ganz so lange vor, wenn bei 2 Stück kommen. Es werden täglich 2 Stück kommen, außer sonntags. Es wird immer Abwechslung geben. Heute zum Beispiel 2 Matches hintereinander von der ersten Liga, morgen von der zweiten Liga und am Mittwoch wieder erste, Donnerstag zweite, Freitag wieder erste, Samstag wieder zweite und das wiederholt sich dann Woche für Woche, weil Sonntag gibt es dann keine Videos. Ja, und es gibt ab sofort Items, aber nur ein einziges, und zwar den Smashball, wo die Charaktere ihre Chance haben, ihre Spezialfähigkeit einzusetzen, damit wir die auch mal zu sehen bekommen. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich direkt zum ersten Kampf rüber. So, heute beginnt eine neue Saison. Die alte wurde komplett abgebrochen, weil ich habe die alten Daten nicht mehr. Also, und heute empfängt Dark Angel Freddy in der ersten Liga. Auf beide auf Level 1. Freddy hat natürlich Heimvorteil. Hier muss ich gucken, welche State er letztes Mal hatte. Ich glaube, das war... ja. Welche kriegt er von beiden? Für sagen, reichte Lüfte ist ab sofort von Dark Angel das Heimstadion. Mal gucken, ob ich es merken kann. Oder ob ich immerhin von dem hin und her wechsle, dass der beide als Heimstadion hat. Da wollen wir mal gucken. Mal gucken, wie die jetzt beide gegeneinander kämpfen, weil die wissen gar nichts. Sie wissen noch nicht mal wirklich, wie man richtig vernünftig kämpft. Also, es könnte schon sehr lustig werden. Vor allem sehen wir dann so, wie die Erfahrung haben, wie die ihre Level steigern, wie die kämpfen müssen. Finde ich, das ist auch bestimmt mal sehr interessant, das mal so zu erleben, wie sich diese Charaktere weiterentwickeln werden. Ja, und es gibt auch natürlich wieder Siege, Unentschieden und Niederlagen. Also wenn bei jetzt... Mal gucken. Ah, im Moment... Wow. Ich würde sagen, Freddy kleinen Vorteil, aber er begeht Selbstmord und damit führt Dark Angel mit 1:0. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Bin ich sehr überrascht. Ja, aber mal gucken, ob Freddy es schafft, wieder ein Comeback zu bekommen. Oder wie der Alltag für ihn ausgeht. Oh, kann... Dark Angel vielleicht sich die Kraft nutze machen. Das wird interessant sein, wie die damit umgehen. Ob die sich die Fähigkeit holen. Oh. Oh, und da hat er ausgeglichen. 1:1. Interessant. Weil ich finde es auch mal nicht so verkehrt, dass man das jetzt so machen. Ich... So, mit den Bällen, dass die auch wirklich die Chance haben, damit wir auch mal was anderes sehen. Ich finde halt die Spezialfähigkeiten von den Charakteren vollkommen in Ordnung, als gegen dazu andere Items. Aber ein bisschen mehr Action dürft ihr schon gerne machen, ihr beiden. Wie gedacht, es ist jetzt erstmal das Hinspiel. Es gibt natürlich auch eine Rückrunde. Die beiden sammeln Kampferfahrung jetzt erstmal.
Und ich denke mal, mit der Zeit werden wir auch erleben, wie sie stärker werden. Ja. Das wird schon sehr, sehr interessant. Weil ich habe sie heute alle zurückgesetzt. Und da geht Dark Angel 2 zu 1 in Führung gegen Freddy. Zurückgesetzt. Und ich kann nicht sagen, da habe ich schon eine Stunde dran gesessen. Ich habe einen neuen Spielplan erstellt und alles. Ah, jetzt dachte ich mir, vielleicht schlägt er den jetzt runter. Oh, wird noch interessant. Wird. Ah, jetzt sollte sich Dark Angel beeilen, bevor Freddy sich das holt. Weil Freddy weiß schon, wie man damit umzugehen hat. Was man damit machen muss. Dark Angel noch nicht so. Ich habe extra eingestellt, dass es hin und wieder kommt und die haben es beide verpasst. Tja, das ist halt auch was passieren kann, dass das Teil weggeht, dass die es beide nicht verfolgen. Man könnte sagen, das könnte man so ungefähr vergleichen wie ein Elfmeter, würde ich sogar sagen, beim Fußball. Weil es würde mich noch wirklich interessant zu sein, wie die Charaktere mit diesem Smashball umgehen. Vor allem würde mich das wirklich sehr interessieren. Das... Ah, da konnte Freddy sich nochmal Gott sei Dank retten. Weil ein 3 zu 1, das wäre schon ziemlich eng. Und ich finde auch 8 Minuten ist vollkommen in Ordnung. Für eine Partie. Ich wollte gerade sagen, wollte der gerade... Obwohl die beiden schon sehr defensiv sind... Aber Dark Angel im Vorteil und geht sogar 3 zu 1 gegen Freddy in Führung. Jetzt bin ich doch schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Freddy muss sich natürlich jetzt gucken, dass er ihn ganz schnell rauskickt, damit er den Anschluss wieder bekommt. Aber Dark Angel macht gut. Mit den Blocken. Aber ich denke mal, Freddy kann es, könnte es rein theoretisch noch schaffen. Ah, da hat vielleicht sogar... Oh, das könnte es... Nein, es war es nicht. Ich wollte sagen, das ist vielleicht sogar der Tod von Dark Angel. Wenn Dark... Oh, und Dark Angel hat sich seine Spezialfähigkeit geholt. Ja. Hat damit wieder gut Damage reingehauen. Okay, wirklich, das Elfmeter-Ding kann man es auch nicht. Man kann halt gut Schaden raushauen. Das kann halt, wenn man zurückliegt, schon manchmal sehr praktisch sein. Oh, Freddy. Ja, also im Moment würde ich sagen, es wird vielleicht sogar ein 4 zu 2 für Dark Angel. Weil ich... Nein, ich sag es mal voraus. Freddy wird diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Ist meine Prognose. Oder auch keinen Unschieden mehr rausholen. Dafür ist er schon zu gefährlich. Zu nah an dem 4-1 dran. Okay, man muss aber sagen, Dark Angel hat auch Glück bis jetzt, dass er noch nicht rausgeflogen ist. Er war schon so oft dem Tod eigentlich ziemlich nah. Aber Freddy konnte bis jetzt leider kein Treffer landen. Also kein Todestreffer, nenne ich das mal. Kein K.O. Dadurch, dass die Stage ihn immer ein bisschen gerettet hat. Aber andersrum genauso. Und das ist, ja, das ist die Entscheidung. Das 4 zu 1. Ich denke mal, dass... Wie gesagt, mein Tipp ist, es wird jetzt 4-2 ausgehen. Ja, und da ist das 4-2. Aber Freddy kann den Auftakt leider keinen Punkt mit nach Hause nehmen. Er hat gut gekämpft,
Aber ich denke mal, der Selbstmord am Anfang, der das 1-0 bedeutet hat, ist die Entscheidung gewesen. Weil der frühe kam. Der frühe aus für Freddy. Er könnte jetzt vielleicht sogar noch ein 4:3 rausholen. Aber na, bei 11 Sekunden. Und natürlich, Dark Angel hat seine Fähigkeiten nicht mehr genutzt. Und Dark Angel gewinnt dieses Duell mit 4:2. Ich kriege nochmal Level ab. Oh, Fox sogar höheres Level als Dark Angel. Das wundert mich ehrlich gesagt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber das ist halt auch interessant mal so zu sehen. Mal gucken. Gleich haben wir noch eine Partie für... Habe ich gleich noch eine Partie für euch. Aber wer gegeneinander antritt, das werdet ihr gleich sehen. Bis gleich. So, und in der zweiten Partie empfängt Dark Akane. Dies wird auch ein sehr toller Kampf. Ich bin schon sehr drauf gespannt. Wie werden die beiden sich schlagen? Das finden wir jetzt raus. Wir müssen mal gucken. Dark hat Heimvorteil. Jetzt hatte sie die oder diese Welt? Ich glaube diese. Mit Whitley. Ist auch egal. Dann kriegt ihr jetzt einfach die Heimstation. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die beiden sich schlagen werden. Das erste Match war schon interessant. Da gab es einen Heimsieg. Mal gucken, wie sich der Auswärtsgast, also der Gast schlägt. Im Moment hat ja da übernimmt ein bisschen die Offensive. Springt lustig hin und her. Akane steht einfach nur in der Gegend rum und denkt sich, ich sehe einfach mal hübsch aus. Und ja. Dark eigentlich schon am Anfang einen recht guten Anfang drauf gehabt. Und da kommt Ridley. Das ist halt der Nachteil dieser Stage, dass die beiden Ridley als Gegner haben. Ridley kann hier halt wirklich was entscheiden, obwohl wenn die ihn richtig umhalten, könnte sie Ridley für sich gewinnen. Und nein, es ist nicht das Aus für Dark. Für Akane. Ich dachte eigentlich jetzt. Aber bin überrascht. Ah, da ist das 1:0. Whitleys Schwanz killt Akane. Ich glaube, Dark hat. Könnte sein, dass Dark den gerade unter Kontrolle hat. Ja. Ich meine ja. Ja. Deswegen nimmt da kein Schaden von Ridley, sondern nur Akane. Vielleicht sollte Akane erstmal Ridley besiegen. Weil das ist jetzt wirklich der Vorteil, den Dark hat. Und da ist das 2:0. Ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen unfair ist, aber es ist halt die Heimstation von Dark. Ich finde es schon ganz lustig irgendwo auch. Aber Dark hier eindeutig die bessere
viel aggressiver, finde ich, als hier Akane. Und da kommt Ridley wieder. Mal gucken, ob Akane es dieses Mal besser macht. Ah, da hat Dark nicht gut aufgepasst. Ist es das? Nein, ist es noch nicht das 3:0. Und Dark hatte schon wieder Ridley ein unter Kontrolle geholt. Jetzt sollte Akane vorsichtig sein. Oh, jetzt wird interessant. Und da ist sogar das 3:0. Ist auch mal interessant, die Spezialfähigkeit von Zeus Samus zu sehen, also von Dark. Fand ich jetzt sehr interessant. Deswegen habe ich es auch eingebaut, weil klar, es kann einen Kampf entscheiden, aber es kann auch Spiele drehen. Oh, 4:0. Dark macht das richtig gut. Okay, die hat auch Unterstützung von Ridley. Quasi 2 gegen 1. Das wird wohl eine richtige Klatsche für Akane. Dark macht das gut, muss man schon beisagen. Ich bin sehr überrascht. Eigentlich habe ich gedacht, dass Akane hier die bessere sein wird. Echt ein 4:0 bis jetzt. Wow. Und 5:0. Ich werde nicht mehr. Das ist echt heftig. Also. Dark mega gut. Okay, Akane hat auch noch keine Kampferfahrung, genauso wie Dark, aber Dark einfach irgendwie auch cleverer. Sie weiß halt, was, wie sie besser umgeht mit allem. Wenn Akane jetzt gut ist und sich Ridley holt, hat sie eine Chance. Und da ist 6:1. Ridley hat mindestens noch einen Punkt, also quasi einen Tod geholt für... Wer kriegt diese Power? Ah, Moment, ist nach Akane aus. Oder doch nicht, hat keiner die bekommen. Wow, 7:2. Das ist schon irgendwie heavy. 7:2. Jetzt steht's 8:3. Wow. Also Ridley. Eigentlich der wahre Sieger hier, Ridley. Wenn Ridley ein spielbarer Charakter wäre, ich keine Ahnung, wie hoch er führen würde. Dadurch, dass er die meisten Kills geholt hat. Man muss jetzt mal so... Dark hat Akane ein paar Mal rausgeschmissen. Ich glaube 2 oder 3 Mal. Ich glaube, der Rest war alles Ridley dann. Und Akane hat Dark noch selber gar nicht rausgeschmissen. Das war alles Ridley. Also wird dieser Sieg auch für Dark vollkommen in Ordnung gehen. Dark besser, hier eindeutig der bessere Amiibo. Und jetzt ist die Frage, oh, und sie hat schon wieder ihre Spezialfähigkeit geholt. Und nein, es ist noch nicht das Aus für Akane. Und ja. Und da fliegt auch nochmal raus. 9:4.
Hätte mich jetzt schon mal gerne interessiert, wie viel Kills hat Ridley geholt in dieser Runde, in diesem Match. Und nochmal ein Doppel-K.O. Ja. 10. Wow. Ein 10:5. Für Dark. Durch die Hilfe von Ridley. Aber Dark, ich denke mal, hätte auch, wenn Ridley zum Beispiel natürlich gar nicht dabei gewesen wäre, diesen Kampf für sich entschieden. Glaube ich zumindest. Also der Verlierer scheint wohl ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Okay, auch warum auch nicht. Ja. Das war schon sehr interessant. Einmal Kritik gefährdet. Selbstmord. Die beiden jeweils. Aber interessant. Ich freue mich, dass es weitergeht. So, morgen geht's dann mit der zweiten Liga los. Welche Matches da geben wird, das werde ich auch noch nicht verraten. Weil den ersten Spieltag die Matches werde ich noch nicht verraten. Ihr werdet die aber vom zweiten Spieltag am Ende der jeweiligen Liga hören. Also wenn der erste Spieltag, also am Freitag werdet ihr die nächsten Begegnungen für die erste Liga fahren, die dann darauf die Woche beginnt. Und am Samstag die Begegnungen, den zweiten Spieltag die Begegnungen für darauf die Woche. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.